Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich möchte wieder mal ein bisschen Rollenspielen in Minecraft. Ich möchte einen Server machen. Ich möchte vielleicht mit anderen Livestreamen und Let's Playern auch so ein gutes, schönes, gechilltes Leben in Minecraft haben oder auch im Krieg, im Weltraum, also im End oder so Sachen. Irgendwas Rollenspielen. Und das ist die Hauptmotivation, um einen Server anzumachen. Okay. Und wir haben das jetzt einmal geplant. Wir hätten es aber noch nicht so vollständig entwickeln können. Also so Server sind relativ aufwendig bei der Bearbeitung von verschiedenen, ja, wie sagt man, Regeln und so Sachen. Also es muss mindestens eine Welt sein, wo wir natürlich auch zum Beispiel Chats nicht vom Rest vom Server sehen, dass es nicht stört. Und einfach Rollenspielelemente geben auf dieser Welt nur und so Sachen. Und das müssen wir ein bisschen kompliziert noch einstellen. Es wäre natürlich cool, wenn da einer so Datapacks, denke ich mal, machen kann, wo solche Features dann möglich sind. Unkomplizierter, weil möglich ist es schon. Ich habe schon mehrere Server gemacht. Ich habe schon Erfahrung mit Servern. Aber es hat immer noch ein bisschen ein Teil immer gefehlt. Und ich habe langsam Motivation, selber Datapacks zu machen. Ich weiß leider noch nicht so viel. Aber vor allem einer meiner besten Kumpels möchte vielleicht Datapacks machen. Aber das muss immer noch einige Zeit gelernt werden. Oder das geht nicht direkt immer sofort. Also einfach mal einen Server aufmachen. Ich tue in einer Welt ein bisschen Let's Playen und Livestreamen. Und ihr dürft gerne auf den Server kommen. Ich werde dann natürlich auch jederzeit in den Welten sein, wo ihr seid oder hingehen könnt. Und ich freue mich riesig natürlich, wieder ein bisschen mehr Minecraft zu machen. Weil mein letztes Projekt, das ja natürlich noch sehr lange gehen wird, aber dieses Minecolonies Modpack-Projekt ist ziemlich beliebt geworden. Ich freue mich riesig natürlich und möchte das natürlich gerne einfach auch noch ein bisschen mit der Community teilen, auf einem Server machen. Jo. Also was haben wir geplant? Also ich habe schon mehrere Projekte gemacht mit verschiedenen Völkern und so. Es ist einfach ein bisschen limitierter und einer hat gesagt, er möchte jetzt nicht unbedingt genau das bauen, was andere auch in der Nähe bauen. Er möchte einen eigenen Stil und so haben. Das kann man ja frei auswählen. Man muss ja nicht unbedingt neben einem wohnen, der einen ganz anderen Stil hat, den man braucht. Lieber so Gruppierungen irgendwo in der Welt versteckt oder eher nicht versteckt, dann Wege dazwischen machen und dann hat jeder ungefähr der Baustil oder hat einfach in der Freebuild-Welt bleiben und nicht in die Rollenspielwelt kommen. Aber das Hauptaugenmerk, also vor allem meine Motivation ist, natürlich eher ein bisschen mehr Rollenspiel machen zu können. Dass wir sehen, oh, wir haben eine Stadt gemacht, wo jeder eigentlich genau sieht, ja, die Spieler haben zusammengearbeitet, sie haben Freude miteinander gehabt, sie machen auch immer wieder Jobs oder so. Das ist auch wieder ein Aspekt, oder den muss man in Minecraft auch zuerst richtig einfügen. Es kann jeder so gut Holz fällen wie der andere. Außer er steuert nicht so gut. Aber es gibt keine Skills, es gibt kein Lernen. Es ist einfach, man kann einfach alles. Man hat eine nette Ritterrüstung und schon ist man ein Ritter. Also ein richtig guter Ritter sogar. Und das ist so etwas, was natürlich in einem Rollenspiel auch nicht so motivierend ist, oder? Also im Rollenspiel muss es ein bisschen mehr geben. Und das hoffe ich, kann ich ein bisschen fördern, eben auch durch diese Livestream-Einladungen. Wir nehmen alle an. Einfach mal in die Kommentare schreiben, dann können wir ein bisschen mehr darüber diskutieren. Aber ich möchte natürlich nicht jeden einfach auf den Server lassen und er macht, was er will. Also erstens mal, es gibt dann immer wieder Griefer oder so. Zweitens es wird dann einfach das Rollenspiel gestört, also eben eine extra Welt machen dafür, wo wir ein bisschen ungestört sind.
eine eigene Farm wählt, damit wir nicht alles einfach wegholzen und kaputt machen. Und nein, das war schon das. Ja, so Sachen, oder? Geil. Ah, das sind die neuen von 1.12 schon. Geil. Schauen wir uns das mal kurz an. Dass wir da, ja, so richtig, ja, uns ein bisschen unterstützen können, gegenseitig und alles Mögliche. Tolles Rollenspiel haben. Ich mache natürlich mit. Was ich von anderen sehe, also der Leon, einer meiner jo, engsten Moderatoren, macht auch mit. Dann habe ich natürlich mit meinen zahlreichen Projekten noch andere Livestreamer und Let's Player. So Sachen. Und es ist richtig schön hier. Das sind die neuen Spawner. Aha. Dass wir da gemeinsam groß werden können. Es gibt nämlich nicht so viele Projekte, außer Craft Attack kenne ich jetzt momentan kein Projekt. Es gibt noch ein anderes, irgendwie YouTuber. Wie hieß das? Minecraft-YouTuber-Insel? Nein, irgendwie so etwas. Also YouTuber-Insel haben wir mal gemacht, kurz. Mit ein paar YouTubern. Er heißt einfach Streaming-Insel, genau, nicht YouTuber-Insel. Es gibt noch so ein YouTuber-Projekt von ein paar anderen, die ich nicht schaue. Jo. Also ein Prüfungsspawn. Was prüft der oder was macht denn der Prüfungsspawn? Ah, damit man auch das um. Ah, das kann man auch hier umwandeln. Okay. Interesting. Aber wo ist das Gürteltier? Das ist denn das in der Java-Edition noch nicht da. Okay. Ja, ziemlich geil, so ein Dungeon. Aber natürlich noch nicht ganz so gut ausgebaut. Was ist das für ein Block? Kupferleuchte mit einer. Okay. Naja, Kupferleuchte. Und eine Kupferleuchte ist einfach ein Block, der leuchtet. Ich habe noch nicht viele Patchen, also Dinge, ja, Snapshots angeschaut. Kennt das noch nicht. Gut. Also vom Gürteltier habe ich gehört und von diesem Dungeon habe ich auch ein bisschen gehört. Jo. Gibt auch neue Farbe hier. Wasseraffinität ist gelb. Ist das immer grün gewesen? Ne, das war weiß oder so. Ja, schön. Ziemlich geil. Aber es ist wenig hier. Aber die Blüten, die habe ich so gerne irgendwie. So. Jo. Was gibt's noch zu sagen? Eben, es wird immer wieder ausgebaut. Also, ich freue mich natürlich riesig auf neue Mods, auf neue Features und so. Was man halt einfach auch machen könnte, sondern einfach. Jo, auch alles so ein bisschen miteinander besprechen. Ja, ich als jetzt nicht gerade so anspruchsvoller Chef oder so könnte da wirklich sehr viel Freiheiten auch geben. Vielleicht bin ich ja auch gar nicht Chef. Vielleicht kommt ja irgendwie so ein mega Livestreamer, der alles selber plant oder planen will. Sagt einfach mal, Drago, das kannst du nicht so gut. Ich mach das lieber und ja, vielleicht wird es ja dann auch besser oder schlechter. Aber ja, dass vor allem die Community auch sehr viel machen kann, die nur zuschauen oder die auf dem Server sind viel machen können, ist ja nicht ganz ja, so, als würden wir jetzt alles sagen müssen. Wie viele Spawner gibt es? Ist das der gleiche wie vorher wieder? Nein. Ich mich doch nicht gedreht. Naja, das ist ein neues Spawn. Geil. Schusssicherheit. Das ist auch etwas, was ich jetzt schon längere Zeit nicht mehr gebraucht habe. Das ist aber das vom Dreizack, oder? Einfach vom Namen her ist dann natürlich neu wegen Deutsch. Ich finde das natürlich meistens auf Englisch. Jo. Gut. Zuschauer wieder. Jo, ich freue mich natürlich dann auf 1.21. Und ja, ich hoffe einfach, dass Spigot oder ein anderes
Netzwerksystem da natürlich auch schnell updatet. Sonst können wir noch einen zweiten Server dann machen. Aber wird wahrscheinlich auch nicht mehr so lange gehen. Wann kommt denn 1.21? Im April dann wahrscheinlich. Es kamen ein paar Jahre schon im April die Batch-3s. Im Juli, glaube ich, oder im Juni manche und manche im Dezember. Im Dezember war ja extra nichts, weil sie ja gesagt haben, sie brauchen mehr Zeit. Sie wollen jetzt mal einen Dezember mal überspringen oder so. Das haben sie wahrscheinlich schon mehrere Dezember übersprungen. Jo, weil Features brauchen immer mehr Zeit, oder? Und ich würde mich echt freuen, wenn sich Leute, also Datapack-Entwickler, auch so viel Zeit oder mehr Zeit widmen könnten dann. Ich werde auf jeden Fall mithelfen, ob ich genug Zeit finde. Ich glaube eher nicht, aber wenn ich Features möchte, dann nehme ich mir natürlich dann auch noch ein bisschen Zeit. So langsam leckt es ein bisschen. Ja, die Sichtweite habe ich einfach sehr hoch gedreht. Sichtfeld. Grafikeinstellung, Sichtweite. Ich habe meistens eigentlich auf 22 und dann mal 24. Dann sollte es jetzt eigentlich nicht mehr lecken. Aber Snapshots sind halt sehr performancewidrig. Die haben immer schlechte Performance. So. Jo. Weitere Einzelheiten, wenn ich einfach etwas weiß, also wenn ich etwas nachgedacht habe. Ich habe schon ein paar Baustile und so, die wir machen könnten. Aber es muss nicht so mega erzwungen sein. Eine Stadt ist auch schön, wenn sie auch ein bisschen aus der Reihe tanzt. Das muss ja nicht mal eine Stadt sein. Es kann alles sein. Ich will die Spieler ja nicht irgendwie eingrenzen müssen, wenn es um irgendwie Eigenschaften oder Baustile geht. Aber es wäre schön, wenn man halt doch auch ein bisschen eine Zusammengehörigkeit hat. Es ist nicht eine Rakete neben einem Steinzeitzelt, Jungsteinzeitzelt oder so ist oder eine Höhle. Und die sieht man halt nicht so gut von außen. Jo. Ja. Sehr schön hier unten jetzt so langsam. Ja. Ganz viele Spaghettis. Ja, die Entwickler haben so mit den Höhlen immer so erzählt von Spaghettis und von Kartoffeln. Kartoffeln sind wahrscheinlich diese kleinen, dickeren Teile und so weiter. Mal schauen, wie Minecraft dann in ein paar Jahren noch aussieht. Also, es wird halt langsamer gehen, bis etwas kommt, aber dafür vielleicht auch bessere Sachen. Ich hoffe, die Dungeons werden noch ein bisschen umfangreicher, aber ich finde jetzt echt keinen weiteren Dungeon mehr. Schade. Wir haben hier Lava. Ah, das ist ja unter Wasser, okay. Magma-Blöcke, ne? Nicht Lava-Blöcke. Und jo, was soll ich alles noch erzählen? Also schreibt einfach alles dann am besten bei Discord, was ihr so möchtet oder was ihr so denkt, würde uns helfen. Würde mich freuen, wenn sich ein paar Livestream und Let's Player melden auch. Könnt ihr direkt auch unter die Videos mal machen. Kann ich auch direkt den Kanal oder kann ich euch auf welchen Kanal auch gehen und so. Und sonst unten in der Videobeschreibung ist ein Discord-Account, Discord-Channel. Da könnt ihr mich gut erreichen. Ja. So. Also ist kein Dungeon mehr. Dann können wir ja das erste Video so vom neuen Server-System und so mal beenden. Da vorne ist noch ein Dungeon. Kurz, nur kurz. Mal schauen, wie der aussieht. Der ist ein bisschen größer. Boah, kann man nicht schneller fliegen? Im Dschungel. Hä, sind die im Dschungel? Der Vorteil war doch schon im Dschungel, oder? Oh, Betten! Oh! Schuhen! Bambusbrett. Nein, nicht dein Ernst. Ich mache ein Bambushaus. Das weiß ich jetzt schon. Mit Kamelen. Mit Pantherbären und Kamelen. So, und Gürteltiere dann. Im April vielleicht. Ich weiß nicht, wenn es geht. Wieso ist so viel Bambuszeugs hier? Ist das der Dungeon so bambusartig?
Weil du ein Bambus wolltest. Okay. Aber geil. Nice, 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 nice. Jo, dann freue ich mich natürlich auf das Gürteltier. Mach dann extra ein Gürteltier-Video. Honigwarm. Und der Holz sagst. Ja. Gut. Schauen wir mal, oder? Und der Server wird online gehen, wenn ich das Geld habe. Darf gerne jemand vorfinanzieren. Aber ich bin jetzt gerade, also weil ich ja auch krank bin und so ein bisschen limitiert, wie ich das Geld ausgeben kann. Das wird wahrscheinlich bald gelöst. Ja, bin ja dran, gut im Sport zu sein. Gut online irgendwie Geld zu verdienen und so. Vielleicht bekomme ich ja ein bisschen mehr Geld. Ja, ich armer Sackel. So, okay. Also ich freue mich auch natürlich auf die Zurückkommenden. Gell? Schreibt einfach mich an, wenn ihr Interesse habt am Server. Und freue mich natürlich riesig dann auf die Mitspieler dann in der Rollenspielwelt. Also ich möchte schon Rollenspiel machen. Ich kann es aber auch in einer Free-Build-Welt machen, aber da geht halt nicht so gut. Und man hat im Rollenspiel natürlich viel länger auch Spaß. Ich habe immer so das Gefühl, ja, Minecraft ist einfach dann zu schnell fertig, wenn man kein Rollenspiel macht oder nichts zu bauen hat einfach. Ja, ist ja klar. Und Rollenspiel macht das alles ein bisschen besser. Muss natürlich nicht ganz so extremes Rollenspiel sein. Also wenn jemand mal das erzählt von seinem YouTube-Kanal oder so, dann ist es nicht so weiter schlimm. Ja. Hey, das macht ja mega Spaß. Es ist zwar eben, vielleicht bewegen sich so Sachen auch irgendwann mal. So Ketten. Also wenn ich jetzt gerade an The Legend of Zelda denke, wenn so Plattformen kommen, die dann zu schwer werden, weil man draufsteht und so, könnte man hier ein gutes Jump'n'Run machen. Richtig geil. Und die Blöcke sehen auch wirklich cool aus. Tuffsteinziegel. Gemeißelte Tuffsteinziegel. Die sind neu. Also Tuffstein hatte noch keine so Ziegel. Hier. Nicht dein Ernst. Okay, gute Idee. Also ich freue mich. Die Features gibt es natürlich auf dem Server dann noch nicht. Wir könnten einen Snapshot-Server dann auch noch aufmachen, klar, aber ja, da brauchen wir einfach noch ein bisschen Geduld. Gut, dann Dankeschön fürs Zusehen. Jo. Und ja, dann livestreamen wir schön und machen Videos irgendwann vom Server. Tschüss.